Leute und herzlich willkommen zurück zu Ghostmaster. Ja, ich wollte heute ja weitermachen mit dem Schiff. Das machen wir auch. Aber ich wollte kurz darauf anbieten, dass ich zwischendurch einen kurzen kleinen Break in der Folge haben werde. Also kurz pausieren werde, weil ich noch Serien gucken möchte. Das heißt, wenn ich dann nicht ganz genau weiß, wo ich gerade stehen geblieben bin, was passieren kann bei längeren Serien, dann passiert das halt so. Aber ich versuche es jetzt einfach. Und ja. Deadfellas oder... Ja doch, Deadfellas. Sterbliche sind solch erbärmliche Kreaturen, dass wir Verstorbenen ausgesprochen selten das Bedürfnis verspüren, uns in ihre kaum gerechtfertigten Ansichten einzumischen. Es sei denn, diese Ansichten betreffen unsere Existenz. Don Bartholomew, ein selbstgefälliges, kriminelles Individuum, hat über die Toten hergezogen und behauptet, Geister existieren nicht. Überrede ihn dazu, seine Meinung zu ändern. Okay. Jetzt sind wir die Empfohlenen und... Fuck. Moment. Hypnos. Achso, wir haben... Stimmt, wir haben ja neue Geister dazugekriegt, ne? Bug und Hypnos. Da war doch noch eine, oder nicht? Dann verstehe ich das nicht. Genau, hier. Quiver. Oder Cryfer. Super. Ja, spucken wir mal los. Don Bartholomew glaubt nicht an Geister. Belehre ihn eines Besseren. Ich suche jetzt erstmal die Geister auf. Am besten ist. Macht mir nichts aus zu verlieren. Gehört ja sowieso alles Don Bartholomew hier. Aber der verdammte Croupier hat solche Panik vor dem Boss, dass er keinen gewinnen lässt. Und wie ich ihn dabei erwische, knallt die Ratte mich einfach ab. Das ist verdammt nicht fair. Dem werde ich zeigen. Okay. Ich war der Lieblingspianist des Don. Ja, hat mir immer gerne zugehört. Bis zu dem Abend, als der Boss besonders miese Laune hatte. Hab wohl das falsche Lied geklimpert. Da hat er mich voll Blei gepumpt. Ich würde so gern das Lied zu Ende spielen. Bin doch ein Profi. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, welches es war. Okay. Ein Pianist, der über Bord ging. Na denn. Aber dann doch anscheinend nur mit Blei vollgepumpt wurde. Der verdammte Pulitzer hat mich auf der Beerdigung der Großmutter des Don herumschnüffeln lassen. Aber der Blödmann mit der Knarre ist dafür verantwortlich, dass ich mich in dem Sarg verstecken musste. Jetzt, wo ich nur noch Staub in dieser Urne bin, glaubt der Don, ich sei die Asche seiner Oma. Wenn du mich verstreuen könntest, wäre ich dir ausgesprochen dankbar. Mhm. Wir haben hier ziemlich viele Ebenen, merke ich gerade. Wird interessant. Man nennt mich Wavemaster, Geist der unergründlichen Ozeane. Verflucht sollen sie sein, diese Nachkommen von Affen. Sie pflügen durch die Wellen und versenken ihresgleichen in der Tiefe, die Füße mit Steinen beschwert. Nun haben sie mich hier eingesperrt und ich kann nicht hinaus, wenn doch nur die Sterblichen ausreichend motiviert wären, dieses abscheuliche Bilgewasser auszuleeren. Fangen wir doch mal an mit dem.
Oder auch nicht. Gut, wie dem auch sei. Ist dann gone. Das bringt mir immerhin ein wenig Energie. Dieser So. Nee, zwei runter. Kräfte. Boah, wir haben einen wandelnden Flohzirkus. Aber das bringt einiges anscheinend. Gut, dann banke ich ihn wieder ein. Zittern. Okay, also bis jetzt ist es halt noch nicht so das Wahre, aber wir kriegen es hin mit der Zeit.
Gegend ist ein Hotel. Gute Nacht, Otto. Ey, geht von der Tel. Gibt den Otto dann? Sag. Ah, sie ist von Right Attack. What a ten Adam? Dann kann ich you. Sehr schön. Gut, das funktioniert ganz gut. Ich muss wieder zwei hoch natürlich. Dann nehmen wieder die Befehle weg, dass Sterbliche zugegen sein müssen. Und das Hittern kommt dann von ganz alleine. Was könnte ich sonst noch machen? Okay. Merkwürdiges Benehmen und dann geht dran binden. Befehl. Und jetzt nochmal die Kraft. Nein? Okay. Lasse ich das jetzt erstmal dazu, wie es sich hat. Hier die Kraft zittern. Sind hier nicht viel, deswegen binde ich ihn wieder hier an den Raum. Und gebe den Befehl mit Kraft nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen. Gewalt und emotional. Na gut. Sehr schön. Den kann wieder einbanken und dann Kräfte Vision. Geht nicht. Weil ich hier keine mehr kriege. Dichter Schwarm. Genau, da hat er auch nur den Befehl. Genau. So, und jetzt kann ich bei ihm natürlich die Kraft Visionen einschalten. Ach so, Vision heißt, dass man ihn sieht, ne? Ja gut, dann ist es nicht so wichtig. Dann sind Funken doch etwas relevanter.
Na gut. Wie ich aber schon sagte, muss ich einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, weiter geht's. Ich habe eben noch die Folge von Dave Conan geguckt. Die läuft ja aktuell auf ProSieben, die Serie, also ProSieben Max. Und es ging um die zweite Folge Mord im Speisewagen. Ich habe damals nur die erste Folge komplett mitgekriegt und konnte jetzt die zweite auch endlich mal komplett mitkriegen. So, wir machen weiter. Hier funkt es noch fröhlich vor sich her. Ob das was bringt, ist eine andere Frage. Sehr schön. Ha, rennt wie ein Hase. Schätze, jetzt bist du der Boss. Brauchst du jemanden, auf den du dich verlassen kannst? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn befreit habe, aber macht einfach relativ dasselbe wie ich. Dann funktioniert es anscheinend. Den kann ich nur an Gewalt binden. Okay. Mal sehen, Kräfte. Zittern ist gleich wieder bereit. Oh, ziemlich gut. Muss mal gucken, was Lucky macht. Schicksal. Gut. Merkwürdiges Benehmen. Den banke ich ein. Und den hier. Gruppenaura lesen. Merkwürdige Gerüche, das ist doch gut. Dann nehme ich mal Lucky in die Bank.
Oh, ich sollte ihn vielleicht noch verwende nur die Kraft deiner gegenwärtigen Stufe verwenden. Okay. Aha. Okay, das ist halt jetzt ein bisschen... Zittern. Hagel. Der schwimmt einfach davon. Okay. Verstehe. Okay, verstehe. Die schwimmen dann einfach davon, wenn es so weit ist. Seine geliebte Freiheit schenkst, indem du die Pumpe betätigst, wird Wavemaster dir treue Dienste leisten. Thank you.
Okay, nicht mehr viele drauf, also... Bis jetzt habe ich nur einen von vier frei und das nervt mich so ein Stück weit jetzt schon. Mal sehen. Komm schon, einer von euch muss doch hier so langsam auf die Idee kommen, mal die Vase umzuschmeißen. Ja, okay, so langsam dürfte ruhig mal wieder was passieren. Okay, der nächste, der stiften geht. Na, das hilft mir auch nicht weiter. Leider, muss ich dazu sagen, hilft mir das nicht weiter. Na gut, aber wie dem auch sei, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao, tschüss.